vor 3 Jahren geheiratet. Es war eine türkische Hochzeit, weil meine Frau ist Türkin. Also deswegen war es eine türkische Hochzeit. Also war jetzt nicht einfach nur so, dass wir es als Türken verkleiden oder so. Aber es gibt also gewisse kulturelle Unterschiede. Also normalerweise gibt es einen riesigen Autokorso, wo die Familie des Bräutigams die Braut zu Hause abholt. Da fährt man mit ganz vielen Autos zum Hochzeitssaal. Und das haben wir auch gemacht. Aber ich habe nicht so viele Verwandte. Wir waren ein deutscher Autokorso. Wir waren einfach nur 2 Autos. Die Leute haben uns gar nicht als Autokorso wahrgenommen. Für die Leute waren wir einfach nur 2 Autos, die hupen. Wir sind so hintereinander gefahren, wir hatten das Warnblinklicht an, das sah aus wie ein Auto, das abgeschleppt wird. Da hat uns so ein Polizist angehalten, der hat gesagt, was hupen Sie denn hier so? Ja, also wir sind ein Autokorso. Lügen Sie mich nicht an. Doch, Sie müssen mir glauben, wir waren erst 3 Autos, aber meine Mutter war schon der 2. Ampel weg. Das war das Traurigste, was er jemals gehört hat. Also hat er das Blaulicht angemacht und hat uns zum Hochzeitssaal eskortiert. Das war der deutscheste Autokorso aller Zeiten.